Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute drei Geräte, Fidelity, Mephisto und Novak, wollen es der Welt besorgen, so gut sie können. Hier fängt es schon an mit E4, einer Art Zugumstellungs-Blackmore-Demon, aber nein, H4. Geschickterweise möchte er hier etwas Neues kreieren. Es soll die indische Eröffnung heißen, so hat er geplant. Den Diplom abkröcht. Springer D5. Greift diesen Läufer an, weil er das von dort aus kann. Und nun Läufer E5 stellt sich zentral, hofft nun auf die glorreichen Angriffspartien hier. Läufer B5 Schach lässt mal geschmeidig zwei Puppen hängen. Läufer B8 schlägt und dann Dame A5 Schach. Man mag es nicht glauben, wie fantastisch gespielt und Springer schlägt. Und nun Dame A5 Schach mit der Idee G6. Läufer C6 schlägt Schach und die Dame auf F5, A5 würde einstehen, deswegen König D8. Das sieht der Fidelity, das Flaggschiff, das sprach er natürlich ohne weiteres. Springer D5, die Damen werden nicht getauscht. Er weiß, er wird den Gegner zermalmen. G6 greift die Dame an, die nirgendwo mehr hinziehen kann. Muss sich also schon geben und was sich reimt, das stimmt. D5 schlägt der gepflegte, geneigte Fan des Online-Schachs. Vermutlich der Seite Chessbase India, kann es nicht glauben, frisst er auch noch den A-Bauern weg. Was für ein Müll hier, er frisst mir alle Bauern weg. Er will auch glorreich siegen, um Vishwanathan Anand die Hand reichen zu dürfen, dass er ihm sagt, das hast du eigentlich ganz gut gespielt, hätte aber besser sein können. Hier Läufer G4 ganz geschickt, und Bauer schlägt in der Turm, ist nicht schlagbar wegen Dame A1, D1 schlägt matt. Das hat der Fidelity gekonnt gesehen, während Dalipo es nicht gesehen hat, wollte erst mit dem König schlagen. Und nun kann der Turm nicht schlagen. Springer 3 wirft sich dazwischen wie ein American Football Star. Er möchte gerne Schlimmes verhindern. Dann Springer G5 auf einen Zug, den ich nicht sehen konnte. Ich bin blind. Deswegen erstmal wird der Springer noch eingetauft hier. Ja, der Turm schon weniger. Turm schlägt und der Turm hängt dann in der Ecke ab. Kann einfach geschlagen werden. Er kann es nicht glauben. Wo ist Vishwanathan Anand? Er wollte ihn doch besuchen, zusammen mit ihm analysieren. Mit ihm hätte er doch spielen können. Er könnte ihm doch Tipps geben. Da plötzlich kommt Vishwanathan Anand um die Ecke. Vishi, spiel mal hier weiter. Nein, das ist schon verloren. Das wird schon matt. Er kann es nicht glauben. Vishwanathan Anand sagt noch das richtige Matt voraus und geht dann nach Hause. Er wollte nur sagen, dass er doch keine Zeit hat. Und nun hier D4, ein Landsmann von mir, ich kann es nicht glauben. Er möchte vermutlich das Blackmore Demagami zusammenzwirbeln, dann hätte er jetzt E4 spielen müssen und Springer C3, aber nein. Auch er erfindet die Eröffnungen am Brett, möchte er vielleicht den Computer aus dem Buch werfen. Aber der Fidelity in dieser Partie ist er zu stark. Und Leute, ich habe es mir aufgeschrieben, die Reihenfolge der Geräte, der Super Conny, das wurde von mir gespeichert, vom Screen Recorder wieder gelöscht. Er hat im Moment seine Zuckungen. Ich muss die Orten, die Videos mal umbenennen, in einen Ordner rein verschieben, um sie zu erhalten. Er möchte sie löschen. Der Nachwelt vorenthalten. Hier ist es übrigens matt geworden. Das hat mich besonders gefreut. Und E5 wieder das Special Gambit. Dieses Mal der Dallas 32-Bit. Etwas zu lahmarschig eingestellt, wie man später noch sehen wird in diesem Video. Hier Springer G4. Ist es da? Das ist der Dallas. Steht auf meinem Zettelchen hier. Man mag ja meinen, das ist eine klare Sache, aber der Lipo, der ist immer ein Faktor, der einberechnet werden muss, der Lipo-Faktor. Die Computer zittern schon, wenn sie das daran nur denken, an den Lipo-Faktor. Da sagen die Rechner schon, die gewinnen wir locker die Partien, machen Shake Hands und was weiß ich noch alles. Aber dann sagt einer, der Constellation Forte sagt dann plötzlich, aber was ist mit dem Lipo-Faktor? Und schon zittern die alle, das hatten sie ganz vergessen. Lipo die Lusche bedient ja die Geräte. Der Lipo-Faktor darf definitiv nie vergessen werden. Möchte er diesen Einzelbauern auflösen? Es sieht sehr gut aus in dieser Partie. But don't forget the Lipo-Faktor. Und damit C3 greift diesen Läufer an. Nebst Läufer G5. Droht zwar nichts. Vielleicht hätte man sogar D6 spielen können, ganz geschickt, um dann nach D6 schlägt, dann Läufer G5 zu machen. Das hat er wohl nicht in Erwägung gezogen. Der Dallas 32-Bit, der erlesene Weltmeister aus der Feder von Richard Leng, C7 wird auch noch gefressen. Und Läufer D3, Springer G4, es muss eigentlich rochiert werden, Läufer F5 total flüssig und über dieser Zug. Ich kann das nicht verstehen, warum er diesen Müll gezogen hat. Einfach rochieren und vermutlich wäre nichts gewesen. Stattdessen wird der Springer locker wieder gewonnen, große Rochade. Und Sie sehen schon nur noch 5 Minuten 31. Die anderen Rechner stehen außen rum und jubeln zu, was sie nur können.
Das muss doch etwas schneller gehen hier. Und Läufer schlägt. Ich dachte erst, die König B2, B3, B4, C4, C5 und Bauern pushen for the win. Aber der Dallas, er weiß es besser, zieht noch lahmarschiger. Und was ist nun los hier? Dieser Bauer muss doch eigentlich gedeckt werden. Hier hat der Dallas noch eine gute Variante gefunden mit F4, F5. Nimmt den König das Feld E6. Er muss sich ja quasi in die Linie stellen und da müsste schon, ja, der Bauer kann nicht erobert werden. Deswegen hier geht hier noch die Welt in Ordnung. Der Dallas hat noch guter Laune, scherzt noch rum über Mach 4 Verlustpartien und der Mach 4. Der ist so gut gelaunt, wenn er diese Partie sieht, das macht ihm nichts aus. Und jetzt kommen, sehen Sie, was kommt. Der Untergang geht los. Der Level muss runtergeschaltet werden. Lippo war ein klein wenig nicht schnell genug. Und König D6, Turm H7, eigentlich eine tote Remis-Stellung. Mindestens würde ich mal so schätzen als Endspielexperte. Das sage ich einfach mal so. Denn wer will mir das Gegenteil beweisen? Turm A7 frisst erster Bauer weg. Und vielleicht Turm F7, F6 schlägt und erstmal alle Bauern wegfressen hier. Dann folgt jetzt hier Turm C6. Dann wird der B-Bauer gefressen. Der H-Bauer wird gedeckt. C4. Man mag es nicht glauben, die Stellung ist doch tot gewonnen hier. Wieso rennt nicht einfach der B-Bauer zur Dame durch und fertig, Ende? Hier geht der König noch auf die falsche Seite, obwohl er muss ja auf die D-Linie hier gehen. Das ist ja das Drama, es droht leider matt. Ja, König B1, König B3, obwohl König B1 war wohl der Gewinnzug hier, den er, obwohl da kommt der Turmschach. Und noch ein Level runter. Er ist zu langsam. Nur noch wenige Sekunden. Der Dallas am Schwitzen. Hoffentlich bedient mich dieser Arsch nicht auch noch. Und wir warten wieder eine Ewigkeit. Die König D3. Da hätte man auch locker mal einfach dem mehr ja, irgendwas machen können. Ich weiß es nicht, was man da hätte machen können. Vielleicht einen Turmschach, den König wegdrängen von diesen Bauern. Turm D6 Schach. Aber Sie ahnen schon, was kommt. Lippo bedient den Rechner selber. Findet König D6 Schach nicht und König E2, sondern tauscht den Turm und gibt dann auf. Der Dallas schmeißt die Brocken in die Ecke. Wofür spiele ich denn hier? Wofür gebe ich denn mein fantastisches Schach zum Besten? Auf dem wie geleckt aussehenden Münchenbrett in meiner Fantasie. Ich habe das Exklusivbrett, das reicht mir. Münchenbrett würde ja 5 Kilo wiegen. Der Lippo ist nicht so gestellt, dass er das ständig durch die Gegend schleppt. Da muss man auch erstmal das Regal unter den Tisch haben, wo man das draufstellt. Und wer möchte schon dauernd einen 5-Kilo-Rechner in die Ecke stellen, um ihn dann rauszuziehen? Ich habe. Mein Exklusiv, der reicht mir vollkommen. Hat sich eh besser verkauft als der München. Der München wurde ja später eingestellt in der Herstellung. Aber hier geht es nun weiter, während der Dallas zornig rüberguckt. Kommentiere gefälligst die Partie, du Arsch. Ich gebe mir doch so viel Mühe. Was ist denn los hier? Wieso kommentiert er hier? Wieso kommentiert nicht Jan Gustafsson? Das wäre doch meines Spieles wert. Aber Jan Gustafsson hat keine Zeit. Er muss sich die Zehennägel schneiden und Spaghetti kochen und gleichzeitig seine Kinder zum Kindergarten bringen und ich weiß auch nicht, was noch alles da so gemacht werden muss. Droht auf H7. Tückisches Reinschlagen wird einfach gedeckt. Er macht sich noch keine Schwäche auf H6. Das wird jetzt erst folgen. H6 folgt. Der Lippo hat den Rechner, glaube ich, mich erinnern zu können, in der levelmäßigen Struktur etwas runtergeschraubt, damit sich das seiner geschmeidigen, schnellen Bedienung anpasst. Und hier Turm D1. Der Gegner weist Türme auf die Mittelzentrallinien. Ob offen oder nicht, ist egal. Hauptsache Zentrallinie. Vielleicht wird auch D5 ziehen. Ja, und nun warten wir ein bisschen. Was wird hier gezogen? Was wird gezogen? Der Super-Expert B steht auch schon bereit, den Lippo zu ärgern mit geschmeidig lahmarschigen Züge ziehen. Und der Gegner ist leider noch online. Er überlegt nur, was es heute zum Mittag geben soll, seine Mama Tokofen. Was möchtest du heute essen? Und vor seinem Kopf ploppen die Fragezeichen. Da sagt er dann spontan den Standardfraß. Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren und Spiegelei. Etwas anderes ist ihm nicht eingefallen. Und als die Mama fragt, möchtest du was aus der Pommesbude haben? Ja, ich hätte gerne Doppelcurrywurst, Doppelpommes, einen Burger und ein Hotdog. Zwei Flaschen Cola und noch einen fetten Salat dazu. Du musst aber selber gehen. Ja, dann möchte ich nicht mehr, denn selber laufen ist nicht angesagt. Fressen wie ein Scheunendrescher, aber selber laufen, das kann er nicht, während es in dieser Partie hier weitergeht. Der Springer hat nach B8 zurückgezogen, war aber das einzige brauchbare Feld, was er hatte. A7 war auch nicht so wirklich pralle. König H1 macht einen Nullzug, ihm ist nichts eingefallen. Da ist ihm eingefallen, es gibt ja noch den Nullzug for the win.
Läufer C1 ist geschehen, möchte der Läufer wohl umgruppieren nach B2, dann würden die Läuferdiagonalen alle gen Königslügel zielen, also A1 H8 und D3 oder beziehungsweise B2 H8 und D3 H7. Er möchte jetzt zur Attacke loslegen hier. Weiß er doch nicht, dass der Dallas der ruhmreiche Weltmeister ist, welcher dann von Mephisto Roma abgelöst worden ist. Man sieht hier, so fantastico spielt der Dallas auch nicht. Sie müssen natürlich gepflegt bei diesen Bedenkzeiten, die der Dallas hier verbraucht, das Ganze mit 10 multiplizieren. Das ist also nicht hier 9 Sekunden, sondern 90, beinahe schon mindestens eine Stundenpartie, was er hier zelebriert. Aber er spielt positionell äußerst sauber, äußerst konzentriert, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, während der deutsche Landsmann hier nicht mehr weiß, was er machen soll. Hat er Corona oder was ist los hier? Wieso steht er nicht schon tot auf Gewinn? Gibt sich schon selber einen Impfstoff namens Vitamin C Tabletten? Da sagt er sich, das kann doch auch nicht schaden. Oder grünen Tee trinken oder Ingwerknollen gleich im Ganzen fressen. Und egal was er macht, er muss sein Immunsystem stärken ohne Ende. Und er gibt auf. Lipovassi, warum? Dame E7 wäre gefolgt, falls Sie sich wundern, was wohl gekommen wäre. Und jeder Super-Expert legt jetzt los hier mit dem slawischen Damengambit, tipp ich mal, ist das mit Schwarz. Und Läufer D3, Läufer D6, Rochade. Expertos ist expertenmäßig out of book. Er ist super, er ist der Experte. Er hat B gesagt, weil ein anderer schon A gesagt hatte. C wird eventuell noch folgen. E4, immer so fantastische Namen, die den Computern so Namen wie Super geben und Experte geben. Dann wird das schon passen. Das ist ja wie mit diesem Proteinkrempel, wo eigentlich auch nicht viel mehr Protein drin ist als in einem normalen Quark oder Joghurt oder sowas. Guck mal, Joghurt essen oder Quark essen wären fast die gleichen Proteine, aber Hauptsache doppelt abgesahnt mit der Kohle. Und so ist das hier auch. Da ist der Expert auch noch super, der Super-Expert. Ebenso wie das Super-Chess-System, das ist auch so super. Also ich kenne keinen Mephisto-Schachcomputer so aus dem Stegreif, der sich den Namen Super oder Hyper oder sowas gegeben hätte. Das hieß ja auch nicht Super Porteros oder Mephisto Super Porteros oder Mephisto Porteros Spezialist oder ähnliches, während es hier weitergeht. Es ist eine Partie, die sich weiterentwickelt hat. Läufer F4, fantastisch. Es droht matt auf D8, wenn er geschlagen wird. Auch auf Turm D1 muss die erstmal gepflegt rumlutschen. Der Wipo hat den Zug deswegen vorher schon ausgeführt. Der Läufer kann ja nicht eingestellt werden. Läufer F4 schlägt eine sehr schöne Partie von Super-Expert. Eine fast schon ausnahmeträchtige Stellung. Der Läufer kann nicht geschlagen werden. Turm D8, Sprenger E8, Turm E8 legt matt. Lipo kontrolliert, ist er noch online? Das muss man in fairer Manier des Öfteren mal zelebrieren. Vielleicht macht mein Internetanbieter das auch automatisch. Oder mein Computer ist so eingestellt, wenn es so lange dauert. Erstmal kontrollieren hier, ist der Gegner noch online? Der erstmal das Glas gegen die Wand schmeißt, schon wieder dieses Arschloch, kontrolliert schon wieder, ob ich online bin. Und hier hatte ich erst gedacht, C5 und B4, aber ich glaube, Springer H5 hätte einfach den Läufer angegriffen, hätte die Diagonale nicht gut halten können. Auf jeden Fall hatte ich das vermutet, irgend sowas in der Art. Läufer D8 und nun Läufer E4, der wird geschlagen, D7 hängt aber auch, wird auch geschlagen. Während der Lipo jetzt hofft, wann macht er seine Fehler, wann kommen seine Böcke. Ich weiß nicht, ob der Gegner nicht doch Kompensation gehabt hätte. Hier hätte ich eigentlich gedacht, C6 den Bauern vormarschieren lassen, nebst C7 und das Ding einfach nach Hause fahren. Aber vielleicht wäre auch einfach ein Turm C8 gefolgt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das einfache Marschieren dieses Bauern schon zum Sieg geführt hätte. Während hier nun das noch etwas dauert hier, der Super-Expert muss das expertenmäßig in die Länge ziehen. Hier erstmal wird die Figur geschlagen. Jeder Mensch hätte den Bauern forciert, also statt dem anderen Krempel, was hier gezogen worden ist. So auch der Lipo. Deswegen lust der Lipo auch nur manchmal ab. Nur manchmal stellt er billig Puppen ein, wie in dieser Partie. Der Dallas könnte sich immer noch die Chips raufen. Er hat sich schon die 32-Bit-Chips vorher poliert gehabt und gewachsen und gewienert, um gut zu spielen. Dann kommt der Lipo an. Er kann es nicht glauben. Der Lipo-Faktor flüstert er immer. Wut und Zornesrötes, weil er so glüht vor lauter Kraft. Und hier H3. Mats auf der Grundreihe müssen schon mal gedeckt werden. Läufer B8. Ich dachte eigentlich, der Springer würde nach F6 marschieren danach und einfach auf H7 das Matt holen und fertig. Aber nein, die würde trotzdem aufgegeben. Gott sei Dank, glücklicherweise. Und wieder ein Landsmann. Er will sich das schachliche Online-Ritterkreuz verdienen.
indem er oder das Bundesverdienstkreuz für online-schachspielende Kämpfer gegen die Maschinen. Der Terminator im Publikum guckt auch schon zu, poliert sich auch die Chips, muss warten, bis die Wunden geheilt sind. Er ist, was niemand weiß, der Flüssigmetallgrube wieder entstiegen und hat dann 10.000 Jahre später alles wieder geheilt gehabt. Leider gibt es keinen Teil, welcher 10.000 Jahre später spielt. Bedauerlicherweise stürzte ein Asteroid auf die Erde mit einem Durchmesser von 800 Kilometern. Das hat die Erde nicht überlebt. Jetzt ist sie nur noch ein Asteroidengürtel um die Sonne, welcher von Außerirdischen bewundert wird. Denn man kann noch Fragmente auf diesem Asteroidengürtel entdecken. Menschenknochen und so, die sind sehr beliebt. Da macht man sich dann Schmuck draus, wie aus Elfenbein. Das freut die immer ganz besonders. Und auch E.T. hat mal kurz vorbeigeschaut, aber Steven Spielberg lebt leider nicht mehr. Die Nachricht, die er ihm geschickt hatte, dauerte zu lange. Sie dauerte 10.000 Jahre, bis sie E.T. erreicht hatte. Auch mit super Lichtgeschwindigkeit von 100 Millionenfacher Lichtgeschwindigkeit war er nicht mal schnell genug am Start, um Steven Spielberg die Hand schütteln zu dürfen und zu sagen, das hast du gut gemacht. Dieser Film, Lippo findet den nicht so gut, aber der Film ist der beste Film der Welt, für Leute, die ihn für den besten Film der Welt halten. Und hier, man sieht schon, die Puppe wird erstmal gepflegt, eingestaucht und Turm B8 einfach, der Sprenger kann halt einfach ziehen. Läufer C8 und H3 drohen wäre vielleicht auch gegangen. Und der weiß spielende, ich weiß jetzt nicht mal den Namen dieses Kreuzes, das ist das Bundesverdienstkreuz, womöglich Empfänger, möchte weiterzocken und hier Turm E1. Dann kommt hier, wir warten ein wenig. König A8 zieht sich aus der Linie heraus und aus der Diagonale, die vielleicht mal offen werden könnte. Und der Turm wird erstmal geforkt mit dem Bauern. Wird er oder wird er nicht? Ja, wenn die Züge richtig sind, sieht das Licht hier jedes Kind. Habe ich mal einfach selbst so geraten. Was ich rein, wissen Sie, das stimmt immer noch, wie wir aus dem Lego-Movie wissen. Für mich einer der besten Lego-Movies der Welt. Und hier der Level wird runtergeschraubt. Gegen diese Lusche, da reicht das auch. Der Super-Expert ist beruhigt. So ein Krückenschach. Der Turm hat gleich keine Felder mehr. Er muss nach G6 ziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso stelle ich das alles ein? Sein Papa ruft hoch. Bist du schon am Gewinnen? Kann ich stolz auf dich sein? Er lügt rum. Ja, ja, ich stehe ganz gut. Aber wir sehen ja hier, das ist ein bisschen was eingestellt. Das ist ein klein wenig hoffnungslos. Er kann es nicht glauben. Sein Papa wollte ihm noch die PlayStation 5 vorbestellen, wenn er diese Partie gewinnt. Plus 5 supergeiler Spiele, einen zweiten Controller und einen 4K-Bildschirm der teuersten Art. Und was ist los hier? Auch den Pokal aus Papier zusammengeschustert mit dem Schriftzug Computer Massakerschläger. Den wird er auch nicht bekommen. Alles ist zum Kotzen heute. Dieses Arschloch von Lippo. Und ich verabschiede mich vom Freund des gepflegten Computerschachs. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie ich nächstes Mal spielen lasse. Bitte gib viele Daumen hoch, damit ich weiß, dass dieses wunderbare Format so ankommt, wie es ankommen soll, weil es wunderbar ist. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.